Ja, hallo liebe Leute, ich stehe hier so ein bisschen am Rand von unserem Wald. Hier ist ein Stück, was ein bisschen älter ist. Hauptsächlich haben wir eher jüngeren Wald. Und ich wollte euch mal zeigen, wie der so aussieht. Und ich bin ja auch schon die letzte Woche am Arbeiten, um den Wald so ein bisschen in Form wiederzubringen und natürlich Feuerholz zu machen für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich habe da auch schon einiges zusammen. In Schweden benutzt man klassisch Birkenholz als Feuerholz, weil Birkenholz die Eigenschaft hat, dass es nicht springt. Es brennt sehr heiß, nicht so lange wie Buche oder Eiche, aber ist in den skandinavischen Ländern das Nonplusultra an Feuerholz. Man kriegt hier eigentlich auch so gut wie nichts anderes gekauft. Und die Preise für Birkenholz sind auch in den letzten ein, zwei Jahren extrem explodiert. Also ich würde mal sagen, die haben sich locker verdoppelt. Ja, die Schweden hatten früher hauptsächlich, oder ich denke mal überall, war es eigentlich so, dass man eher offene Kamine hatte, so vor 50, 60 Jahren. Und da hat sich hier einfach durchgesetzt in der kälteren Region hier, dass man Birkenholz genommen hat, weil man nicht gerne so möchte, dass dann, wenn man nicht gerade neben dem Ofen steht, das was rausspringt an Holz oder dass das knackt und Funken irgendwie auf den Boden kommen. Und deswegen ist Birkenholz das Holz der Wahl immer noch. Ja, hier habe ich schon einen Stapel gemacht, da ist es jetzt schön drauf geschneit. Es ist Tauwetter so ein bisschen, auch ein bisschen neblig. Deswegen ist es leider etwas dunkel. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Schöne große Haufen von Birkenholz hier. Hier ist auch noch ein ordentlicher Haufen. Ja, und so sieht das jetzt hier aus. Ich habe hier sozusagen einmal alles, was an Totholz hier war. Hier waren auch einige umgekippte Bäume, die dann in anderen drin hingen. Sieht man hier noch. Das ist natürlich immer nicht so ganz einfach zu fällen. Da muss man verdammt vorsichtig sein. Aber man kann erkennen, dass man hier was machen musste. Ja. Wir sind hier auch an der Grenze. Ich finde das ganz cool. Die haben hier so eine Pfeiler aufgestellt, so eine Plastikstangen. Da unten steht auch noch einer, den kann man jetzt nicht so gut sehen. Ja, aber hier ist die Grenze. Also jetzt mal so gerade durch. Und dann geht das hier hoch zum anderen. Und hier seht ihr der Nachbarwald. Der sieht auch ein bisschen anders aus. Hier wurde immer was gemacht. Und die Bäume haben die richtigen Abstände, wachsen schön gerade nach oben. Also nachher Topholz, wenn das mal gefällt wird hier. Und hier sah das eben überhaupt nicht so aus. Ihr seht ja auch, was hier am Boden liegt an Stämmen. Ja, das muss jetzt gleich alles aufgeräumt werden. Tja, und dieses Stück hier war ich jetzt noch nicht so aktiv. Hier sieht man auch, wie dicht das ist. Also man kann hier auch kaum durchlaufen. Überall abgestorbene Bäume. Tja, und das Problem ist natürlich, wenn so viele Bäume auf dichtem Raum stehen, dann wachsen die alle nicht richtig hoch und bleiben eher so eine Spargelstange. Ja, und einige können sich dann durchsetzen, aber die meisten eben nicht. Und ja, hier muss man jetzt sehen, welche Bäume oben am besten aussehen. Zum Beispiel der hier, der sieht ganz gut aus. Ist zwar nicht ganz gerade, aber gut. Vielleicht kommt er sich noch. Ja, und muss dann so ein bisschen überlegen, welche man stehen lässt, welche man rausnimmt. Ja, damit das Ganze wieder so ein bisschen vernünftig ist und man hier nachher auch schöne Stämme hat, die auch einen gewissen Mehrwert bieten. Also ich bin ja jetzt auch immer für zu haben, dass so ein bisschen Wildwuchs da ist. Aber ihr seht ja,
Es ist dann so, die kippen alle nur um die Bäume dann irgendwann. Und ja, wachsen nicht richtig. Und das Ganze ist dann ziemlich chaotisch. Man kommt da erstmal schwer hin. Und ja, so ein richtig Waldcharakter hat das auch nicht. Wenn man Pilze pflücken, muss man doch schon verdammt Hindernislauf hinlegen, damit man überhaupt irgendwas findet. Ja, von daher muss hier dringend was gemacht werden. An dem Stück kann man wunderbar sehen, wie die Elche sich hier, ja, wahrscheinlich sogar über Jahre immer wieder an denselben Bäumchen bedient haben. Das ist sozusagen hier eine kleine Bonsai-Wiese. Beweisstück A. Das hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben so 6, 7 Grad, also kann man sagen locker 20 Grad mehr als noch vor ein paar Tagen. Das taut alles jetzt und ist natürlich ja nicht so schön, dreimal die Schuhe wechseln am Tag und auf die Heizung stellen. Ja, selbst die wasserdichtesten Schuhe werden irgendwie nass, da kommt die Nässe durch, wenn man die ganze Zeit in diesem nassen Schnee rumlatscht. Ja, und von oben kommt jetzt immerhin nichts mehr von den Zweigen, da ist alles weggetaut. Aber die Handschuhe sind auch sofort nass, wenn man die nassen Stämme anfasst. Also, ja, wenn jetzt ein paar Tage das so ein bisschen mild bleibt, dann denke ich mal, geht das wieder. Aber im Moment ist es doch recht unangenehm. Aber es muss gemacht werden. Ich möchte jetzt mal einen großen Feuerholzvorrat anlegen. Dann hat man da erstmal Ruhe. Tja, und der Nachbar, wie man hört, ist hier auch am Fällen und Machen. Da liegen auch schon die Stämme. Tja, ich habe schon ganz gut aufgeräumt. Ein paar Äste liegen noch rum. Ein bisschen darf auch was liegen bleiben. Muss jetzt nicht besenrein sein. Aber ja, ein bisschen muss noch was raus hier. Ja, so weit bin ich jetzt gekommen. Ja, man muss sich immer wieder überlegen, was soll denn jetzt eigentlich weg hier? Zum Beispiel die beiden Birken hier neben der Fichte hier, die hat nicht mehr viel Luft. Da muss man sich wirklich überlegen, was man hier eigentlich stehen lässt und was nicht. Aber ich denke mal, die werden jetzt hier beide wegkommen, die Birken. Da ist auch, man sieht das auch, nicht viel Platz hier oben und nicht viel Licht, was hier noch durchkommt. Genauso hier, hier stehen auch wieder welche zu dicht. Denk mal, den einen Birkenstamm werde ich wohl stehen lassen. Aber ja, ein bisschen mehr Licht schaffen, das ist wichtig. Für den Rest, damit auch vielleicht von unten wieder ein bisschen was wachsen kann, obwohl dafür ist das noch nicht genug Licht. Ja, ich habe mir auch mal die Gedanken gemacht, warum machen die das immer so, dass sie meistens komplett Kahlschlag machen. Das liegt einmal an der Gegebenheit. Also es ist so, dass man hier teilweise nicht gut in den Wald reinkommt, weil überall große Steine, jetzt so wie hier, sind. Und ja, man hat halt nicht überall freie Fahrt. Und das Problem ist einfach auch, wenn man dann nur ein paar große Bäume stehen lässt, wenn dann ordentlicher Sturm kommt, dann
ist das auch ratzfatz umgekippt. Und ja, also in Schweden macht das schon eher Sinn, große Stücke platt zu machen und dann wieder neu anzupflanzen, was auch meistens sofort gemacht wird in Schweden. Ein schönes Stück, was ich da abgesägt habe, von dem untersten, da werde ich wohl so eine Art Schild draus machen. Ja, wie ihr seht, der Schnee ist zum allergrößten Teil geschmolzen. Der Nachbar ist auch wieder am Sägen. Und ja, ich bin hier soweit erstmal durch. Und der Wald sieht schon wieder ganz gut aus hier an der Stelle. Und es ist einiges an Holz zusammengekommen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, ich denke, ich werde jetzt noch ein, zwei Tage weitermachen hier und dann geht es wieder ans Wege herstellen und andere Sachen machen, die jetzt liegen geblieben sind. Und sobald die Wege bis hierhin brauchbar sind, kann ich das Holz auch abholen und dann wird es natürlich möglichst schnell nochmal gesägt und gespalten. Einige Stämme habe ich auch für Bauholz zum Sägen. Ja. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Also hier ist wieder ordentlich Licht reingekommen. Hier liegt noch einer, den kann ich noch mal mitnehmen. Ich denke, in einiger Zeit kann man hier auch noch mal reingehen, gucken, wie sich die Bäume so entwickelt haben. Ja, hier sind noch zwei tote Bäume oder Stümpfe, kann man sagen. Die habe ich jetzt noch nicht umgemacht, aber die können auch hier stehen bleiben, einfach stört nicht weiter. Aber das sieht jetzt alles schon mal ein bisschen
besser aus. Hier kommt viel mehr Licht jetzt rein. Und es ist eine Menge Feuerholz rumgekommen. Ja, das war's für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.